Leute, die sich in ihrer Freizeit für uns normale Bürger dahinstellen. Und ja, wir sind Menschen, die Theorie. Wir haben alle einen Erwartungsbrief, wir haben Schlachter dabei, wir haben Maurermeister, wir haben der große mit dem gelben Helm, das ist der Schlachter, oder? Nein, das ist der Schornsteinfeger. Der Kleine ist der Schlachter. Also das ist eigentlich umgekehrt. Wir kommen doch gar nicht durch den Schornstein. Aber das ist, was machst du in deinem richtigen Leben? Ich bin Vertriebler im Außendienst. Das kann ja alles sein. Drogen vertrieben wir am Bahnhof, was heißt das? Ich verkaufe Feuerwehrausrüstung. Ach komm. Ja. Das ist ja im Grunde so ein bisschen vom Fach, ne? So, was machen wir jetzt? Ja, jetzt wird das Dach abgenommen, um den Notarzt und dem Rettungsdienst Zugang zu den Patienten zu verschaffen. Sind das Patienten geschützt? Das sind Schneidgeräte, Akkubetrieben, der neue Regeneration. Wir haben hier zwei Scheren im Einsatz. Und da klemmt der dabei gerade den Holm ab mit dem Akku? Der greift den Holm mit dem Akku ab. Eine Öffnungsweite von 20 cm, eine Schneidkraft von über 100 Tonnen. Die brauchen wir bei diesem Holm. Der hat eine Schneidkraft über 100 Tonnen. Ja. 33 liegt der Wasserwerfer da. Ja, unser Fahrzeug wiegt 19 Tonnen, aber die Schere da drauf hat eine Schneidkraft von 107 Tonnen. Die brauchen wir bei Fahrzeugen der neuen Generation. Das sind Sicherheitsfahrgastzellen, da ist Seitenaufprallschutz. Da brauchen wir schon diese schweren Geräte und glücklicherweise gibt es sie jetzt mit Akku, damit wir keine Schläuche und Aggregate nachziehen müssen. Das ist ja unfassbar. Vor allem, wie schnell man aus so einer Karre ein Cabrio machen kann. Ja, das ist schon ein Sport, hier ein Cabrio hinzustellen. Ja, das ist ganz großartig. Ist auch ganz spannend zu sehen. Also ich finde, das gehört ja hier in die Polizeishow. Das ist auch eins meiner Highlights, immer zu sehen, wie ihr arbeitet, was ihr da an Gerätschaften habt. Jetzt ist der Schornsteinfeger eingeschlafen. Ja, wir können sagen, dass wir sehr gut ausgerüstet sind im Süden von Schleswig-Holstein und wir sind auch glücklich darüber, dass wir hier heute einen Beitrag für das Ehrenamt unserer Kameraden im Land beitragen können. Wir sind gerne hier hingekommen, uns bringt das Riesenspaß mit euch allen hier, tolles Publikum und wir würden sowas jederzeit gerne wieder machen. Und wie sehr ihr hier geschätzt werden, hört ihr jetzt am Applaus des Publikums. Guck mir das an, ich werde wahnsinnig. Die C-Sohle innerhalb von Sekunden. Die C-Sohle ist etwas dicker, da muss man zweimal ansetzen. Ja. Aber das funktioniert. So, jetzt haben wir das Dach ab. Ist auch ein Italiener, ne? Die kennen sowas, ja. Genau. Jetzt werden die Stimmkappen noch abgedeckt mit sogenannten Schutzüberzügen, damit da keine zusätzlichen weiteren Verletzungen entstehen können für das arbeitende Hilfspersonal, aber auch für die Zuschauer, die gleich gerne mal näher kommen dürfen. Genau, das ist meine Bitte. Also wir machen gleich eine kleine Pause, dann können die alle hier runterkommen, da kommen da ja noch andere Fahrzeuge, denen ich gleich was zu erzählen, und ihr könnt euch das auch angucken. Bitte, 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 bitte. Das ist wirklich, ist jetzt kein Spaß. Nehmt das hier nicht weg und greift da nicht an. Das ist höllenscharf. Das ist 0, nix der Finger. Also bitte, 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 das ist so ein toller Nachmittag, den wollen wir uns hier nicht versauen. Habe ich recht, Kai? Also vollkommen recht, Ingo. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir hier stellvertretend für die Feuerwehr des Landes präsent sein durften. Jederzeit professionell. Höchsten Dank für unsere Würde. Vielen Dank. Das freut mich auch. Mega! Schön, dass wir euch haben. Schön, dass ihr uns da so helft. So, ihr Lieben, wir machen jetzt gleich eine kleine Pause. Und die Motorräder bleiben hier. Ihr könnt nach vorne kommen. Der Löschzug kommt gleich, also der Löschwagen. Es kommen noch zwei Ami-Autos. Und ich habe eine ganz, ganz große Bitte. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich hier das als Familie sehe. Also ihr und auch die Kollegen hinter den Kulissen. Und es ist etwas passiert, das hat mich persönlich wirklich umgehauen. Und zwar ein Polizist, ein Kollege, ist Vater von Zwillingen geworden und die Frau ist bei der Geburt gestorben. Und der Kollege weiß jetzt nicht, was er machen soll. Ja? Und das ist so großartig, dass die Polizisten hier, die haben dann gesagt, pass auf, wir machen unsere Arbeit, also unsere Überstunden, die schenken wir dir, dann kannst du zu Hause bleiben, kriegst aber trotzdem dein Geld. Das geht natürlich nicht aus rechtlichen Gründen. Aus Bayern haben sich Kollegen gemeldet und haben gesagt, wir kriegen immer so 250 Euro Weihnachtsgeld, das spenden wir und und. Und ich hab am Anfang gesagt, ich glaube, dass wir eine Familie sind. Und ich möchte gerne folgende Aktion machen. Am Löschen, also an den Kranwagen und
Wasserwerfer sind Boxen. Wenn ihr ein Geld